Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben eben gesungen, Jesus, wir warten auf dich, wir sehen auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wie gut, wenn wir wirklich mit dieser Einstellung heute hierher gekommen sind. Auf unseren Gott, auf unseren Heiland Jesus Christus zu schauen, auf ihn warten, was er uns sagen wird und wirklich von ihm das annehmen, was er uns heute darbieten wird, von ihm lernen, so zu sein wie er und sich auch von ihm verändern lassen. Ich wollte zuerst den Text lesen, dafür bitte ich euch aufstehen. Wir wollen aufstehen und auf Gott hören, was er uns heute sagen wird. Und der Text, den wir lesen werden, ist Lukas Evangelium Kapitel 22 von Vers 31 bis 38. Lukas Evangelium Kapitel 22 von Vers 31 bis 38. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Allmächtiger Vater, unser Gott im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort, für das, was du uns hinterlassen hast, damit wir daraus lesen können und lernen können. Du sprichst heute durch dein Wort und wir wollen es verstehen, wir wollen es wirklich zu Herzen nehmen und es in unserem Leben anwenden, Herr. Darum bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du selber uns durch dein Wort jetzt führst und uns deine Wahrheit offenbaren tust. Segne uns. Danke dir dafür. Amen. Wir setzen uns. Jesus Christus, der geduldige Lehrer. Ein Stück weit sind wir alle irgendwie Lehrer für irgendjemanden, oder? Die erwachsen sind, zumindest. Kinder, wenn die etwas größer werden, versuchen die auch schon, andere zu lehren. Ja? Wie klappt das bei uns? Bei den Eltern, mit den Kindern? Ich habe dir doch schon so oft gesagt, oder? Warum verstehst du das nicht? Wisst ihr, wir haben heute einen guten Lehrer, einen Lehrer, der wirklich der beste Lehrer aller Zeiten ist, und das ist Jesus. Wie hat er gelehrt? So, wenn wir diesen Text so zusammen in einem Satz vielleicht sagen wollen, habe ich das so umschrieben. Das rebellische Herz der Jünger muss Demut lernen, um den Auftrag des Herrn zu erfüllen. Wir müssen Demut lernen, um den Auftrag des Herrn zu erfüllen. Anders geht es nicht. Wenn wir so jetzt in den Kontext reinschauen,
wo wir jetzt gerade sind, Lukas Evangelium, das ist der letzte Abend, kurz vor der Kreuzung Jesu. Jesus hat ein herzliches Verlangen gehabt, mit den Jüngern nochmal dieses Passamahl zu essen. Davor ist er ja in Jerusalem eingezogen und die Jünger haben ihn umjubelt und die waren alle auf der Warte. Jetzt, irgendwann doch, muss er das Wort sagen, muss er sich auf den Thron setzen und die Römer doch aus dem Land vertreiben und dann werden sie an seiner Seite für ihn kämpfen und dann, wenn sie die Feinde besiegt haben, dann werden die sich wahrscheinlich als, Jesus wird als König da sein und die werden seine Diener, seine, was weiß ich, bei ihm sein und werden mit ihm eben herrschen. Ganz anders ist es gekommen. Und Jesus ist an diesem Abend, und wenn man so schaut, wie die Jünger handeln, wie sie reagieren, kommt das wirklich immer noch vor, dass sie gar nicht verstanden haben, worum es geht. Er sitzt mit ihnen an diesem Mahl, die essen zusammen, und dann sagt er ihnen, ja, aber einer von euch wird mich verraten. Und die fangen an, das alles von sich zu stoßen und bin ich das? Und ich doch nicht oder so. Und der nächste Moment, aber fangen die an, unter sich auszumachen, wer von denen der Größte ist. Man kann es eigentlich gar nicht begreifen. Hier ist so ein ernstes Thema. Jesus ist den letzten Abend ist mit den Jüngern zusammen. Wir wissen das. Sie aber haben das gar nicht durchblickt. Sie sitzen da und streiten noch, wer doch der Größte unter ihnen ist. Jesus wird König und dann wer wird am nahesten bei ihm sein? Wer ist denn Erster da? Und Jesus, er fängt nicht an, sie zu tadeln und zu sagen, wie oft kann ich das euch noch sagen? Er hat das im Laufe des Evangeliums immer wieder gesagt, und man liest das immer wieder, wo er es wiederholt und sagt, ich muss leiden gehen, ich muss sterben. Ich werde sterben und werde begraben werden und dann werde ich wieder auferstehen. Und ich werde von dem Volk also abgelehnt werden. Das hören die gar nicht. Und dann kommt der nächste Text gerade, was wir jetzt eben gelesen haben. Und ich habe so in zwei Teile geteilt. Also der erste Teil, Jesus lehrt Petrus Demut. Und der zweite, Jesus leitet seine Jünger in Bezug auf die Zukunft an, was auf sie zukommt. Also wir kommen zu dem ersten Teil, wo Jesus Petrus lehrt Demut. Und da lesen wir Vers 31. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und da, denke ich mal, ist es heute, muss man schon ein bisschen erklären, was das bedeutet, sichten. Wie tut man den Weizen sichten? Also, wenn wir heute auf die Felder schauen, wie die Felder bearbeitet werden, wie geerntet wird, da sehen wir nur im Herbst oder ja im Sommer irgendwann, wo die Ernte reif ist, wenn die Felder schon ganz weiß werden, dann fahren die Mähdrescher auf und dann mähen die das Ganze ab und das war's. Mehr sehen wir eigentlich nicht. Wir sehen das Brot dann auf den Tischen. Ja? Aber damals war es anders gewesen. Wenn der Weizen da gereift ist, hat man dann erstmal mit einer Sichel das abgeschnitten. Das war so ein krummes Eisen, das scharf gemacht worden ist. Und man hat es so abgeschnitten, in Gaben gebunden. Es waren solche Gaben dann gebunden, die man erstmal stehen gelassen hat. Die haben ein bisschen noch auf dem Feld getrocknet. Und dann hat man das an einen Ort gebracht, der Ort hieß Tenne, wo man das erstmal ausgestreut hat und dann hat man das gedrescht, diesen Weizen aus den Ähren, muss ja der Weizen raus, dann hat man das Streu weg und dann hat man mit einer Schippe, das war so eine Wurfschaufel gewesen, man hat das hochgeschmissen, der Wind hat die Spreu weggetrieben und der Weizen ist ja liegen geblieben. Aber da ist noch zwischen auch viel
Sand und sowas in den Weizen reingekommen mit der Verarbeitung. Und dann hat man diesen Weizen gesichtet. Und das war so ein Sieb gewesen. Und man hat das, den Weizen da drauf und dann hat das hin und her geschüttelt. Und das meinte gerade hier Jesus, als er gesagt, der Satan hat euch begehrt zu sichten wie den Weizen. Also hin und her schütteln. Aber, sagt er zu ihnen, ich habe für dich gebetet. Der Satan, wer ist der Satan? Das ist der Widersacher Gottes, ja, der immer das Gegenteil will. Zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 10, da sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist sein Ziel. Darum ist er so, wie wenn wir schauen im Alten Testament Buch Hiob, das erste Buch eigentlich, was so geschichtlich aufgeschrieben wahrscheinlich ist. Das ist das älteste Buch, was in der Bibel da ist. Und da fängt das so an, dass der Satan kommt zu Gott und Gott fragt ihn, ja, hast du meinen Diener gesehen, Hiob? Und der Satan sagt, ja, ich weiß, wenn du ihn aber den Segen wegnimmst, du hast ihn ja so umgeben mit dem Segen und dann würde er anders sein. Und dann hat Gott ihm das zugelassen. Das war sein Ziel. Satans Ziel ist, wirklich zu sichten, ja, den Menschen in die Mangel zu nehmen, um ihn zu brechen. Aber Gott ist da, der helfen will. Und wie wir auch gerade jetzt im Johannesevangelium gelesen haben, da heißt, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und genau das sagte er hier auch in diesem Text, in unserem Text, Vers 32. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus sagt, Simon, wenn du einst umgekehrt bist, warum muss er umkehren? Was ist denn mit ihm los? Und wenn wir so überlegen, wir wissen ja aus der Geschichte jetzt weiter, Petrus, er wird dann hingehen, wenn Jesus verhaftet wird, und da wird er ihn verleugnen. Wir haben das jetzt auch hier gelesen, ja, Petrus, also Jesus sagt das ihm schon, dass er ihn verleugnen wird. Nun stellt sich die Frage, ja, das wird ja erst kommen. Warum spricht Jesus von dem jetzt? Wann ist die Sünde fällig geworden? Da, wo er diese Antworten gegeben hat, oder war das schon vorher in ihm? Was ist jetzt gerade die Sünde, wovon Petrus umkehren sollte? Und ich denke, es ist gerade das, was wir immer wieder auch für uns selber feststellen müssen. Die Sünde ist nicht das, was dann geschieht, sondern die Sünde ist das, was in uns ist, unser Ich, wie Petrus da stand. Jesus sagt, wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das wird er auch tun. Wir sehen das. Ich werde heute so einen kurzen Exkurs auch durch den ersten Petrusbrief machen und da werden wir immer wieder sehen, wie Petrus das gelernt hat und wie er dann weiter auch später dann, wo er umgekehrt ist, wo er wirklich anders, also das verstanden hat, worum es geht, wie er dann wirklich die Brüder gestärkt hat. Und wir lesen 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 8 und 9, da schreibt er, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass diesen Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Also der Satan, wie damals, so ist, wird das auch bis heute, dauert es. Er ist immer noch nicht anders geworden. Sein Ziel ist, er geht umher wie ein brüllender Löwe, um jemanden zu verschlingen.
zu verführen, zu vernichten. Aber darum, weil wir das wissen, sollen wir das bewusst annehmen, bewusst angehen. Nicht für irgendwas Außergewöhnliches annehmen, sondern wissen, er tut das. Und das tat Petrus, aber später, jetzt in diesem Moment, war er noch auf einer anderen Stufe. Und Jesus hat ihm gesagt, du musst umkehren. Wovon sollte er umkehren? Was meinte Jesus damit? Und da sehen wir, wie Petrus war. Vers 33, er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das war seine Haltung. Herr, ich bin bereit. Ich will mit dir, also wirklich auch selbst in den Tod zu gehen. Und die Antwort Jesu, die lautet ganz, ganz einfach. Er sagt nicht, oh du Petrus, du gibst schon wieder an. Er sagt einfach, er aber sprach, ich sage dir, Petrus. Und das ist interessant, wie er diesen Namen verändert. Er hat ja gesagt, erstmal ihn mit seinem echten Namen auch genannt, Simon, Simon. Und hier sagt er aber, er aber sprach, ich sage dir, Petrus. Er nennt ihn bei seinem Spitznamen, den er selber Petrus gegeben hat. Was bedeutet Petrus? Ein Stein. Ein Stein, den man in einem Bau, bei einem Bau nutzen tut. Also wenn man ein Haus baut, nimmt man Steine und baut. Das ist nicht irgendein Stein, sondern wirklich ein Backstein, würde ich sagen. Und was macht den Backstein zu einem Backstein? Was braucht ein Backstein, um ein Backstein zu werden? Wenn wir die Verarbeitung eines Backsteins irgendwo vielleicht schon beobachtet haben, es wird Lehm genommen, erstmal geformt, ein Stein, und dann wird er erhitzt. Dann wird er wirklich erst zum Backstein. Sonst, wenn du diesen Lehm irgendwo hinlegst und dann kommt Wasser drauf, dann verläuft es. Er muss ein Backstein werden. Und dazu braucht diese Hitze. Und darum hat auch Jesus gesagt, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das war die Hitze, durch die Petrus gegangen hat, wo er wirklich erstmal selber Demut lernen musste. Er war sehr stolz auf sich. Und er war bereit, wirklich einzugreifen, aber dann hat er lernen müssen. Und was er gelernt hat, lesen wir auch wieder im Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 12. Da heißt es, schreibt er selber, Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Lasst euch nicht befremden. Es ist normal, wenn wir durch verschiedene Versuchungen, verschiedene Sachen gehen, wo es uns vielleicht nicht so gut gefällt, wo wir uns selber auch sehen können, wie wir sind, wo auf einmal wir erkennen, wie schwach wir sind, wie abhängig wir sind. Um wirklich diesen Petrus zu werden. Um dann den Willen Gottes zu tun und die Brüder zu stärken. Genauso wie Petrus. Er musste durch dieses Feuer, durch diese Versuchung gehen, wo er gesehen hat, er braucht die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, um dann auch die Brüder zu stärken. Und darum schrieb er auch später wieder in diesem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine auferbaut, ein geistliches Haus
zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Liebe Geschwister, bist du ein Backstein? Bist du heute bereit, wirklich was zu ertragen? Ein Backstein, der nicht leicht zu verletzen ist, der hart geworden ist und der bereit ist, auch Lasten deiner Mitmenschen, deiner Geschwister mitzutragen. Vielleicht sich oder die Hände ausstrecken, um zu helfen und nicht nur zu sagen, schau mal, was machst du da? Ich habe dir schon mal gesagt. Petrus ist 3,5 Jahre mit Jesus mitgegangen, hat alles gesehen, vieles gelernt, aber er brauchte Demut, um wirklich dienen zu können. Und darum schrieb er im 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wie wichtig ist das, dass wir immer wieder daran denken, dass Gott uns gebrauchen will. Aber er will uns gebrauchen, so wie er das will, dass wir einander dienen. Nicht immer mit den erhobenen Finger vielleicht durch die Gegend gehen und erzählen, was die Menschen machen sollen, sondern wo wir selber lernen, unseren Mitmenschen zu dienen und sich wie Christus für sie aufopfern. Jesus lehrte nicht nur mit dem, dass er ihnen gesagt hat, was zu machen ist. Und gerade an diesem letzten Abend sehen wir, er sagte von dem, dass ihr euch nicht so aufführen sollt wie die Könige in dieser Welt, die dann sich bedienen ließen, sondern er hat gesagt, ihr sollt die Größeren, die Stärkeren sollen den Schwächeren dienen. Und er hat das nicht nur gesagt, sondern er hat das selbst gezeigt, indem dass er Wasser genommen hat und hat dann seinen Jüngern die Füße gewaschen. Sind wir bereit, heute unserem Nächsten die Füße zu waschen? Und das nicht nur, er hat auch sein Leben für sie gegeben. Gerade für ihre Schuld. Er hat nicht gesagt, ich habe es nicht verdient. Sie sollen dafür leiden. Nein, er hat das auf sich genommen. Und Petrus schrieb es im 4. Kapitel in seines Briefes. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbliebene Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Er leitet die Jünger in Bezug auf die Zukunft an. Bis jetzt lebten die Jünger mit Jesus. Jesus hat ihnen gesagt, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen und hat sie auch in diesem begleitet. Jetzt aber kommt die Zeit, eine andere Zeit. Er wird nicht mehr bei ihnen sein und sie müssen sich auf andere Zeiten einstellen. Denn Jesus ist verfolgt worden. Er ist abgelehnt worden und sie werden auch abgelehnt werden. In der Zeit, wo Jesus da war, haben viele von den Menschen noch ihn angenommen und begrüßt. Und so ist es auch mit den Jüngern gewesen.
Aber es sollte eine andere Zeit kommen. Und Jesus bereitet sie darauf vor und leitet sie auf diese Zukunft an, begleitet sie in diese Zukunft. Und wir lesen Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Und das war wirklich gewesen, also wir lesen in Lukas 9 oder Lukas 10, wo er 12, 70 Leute ausgesandt hat, um das zu sagen, was er vorhatte, um das Evangelium den Leuten weiterzutragen, wo er jetzt nicht geschafft hat, selber hinzugehen. Und da hat er ihnen gesagt, die sollen keinen Beutel, keine Tasche, keine Schuhe mitnehmen. Und sie hatten alles bekommen. Sie hatten alles, sie hatten keinen Mangel gehabt. Und darum haben sie gesagt, es hat nichts gemangelt, es war alles gut. Aber weiter lesen wir Vers 36. Nun aber sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn ebenso auch die Tasche. Also, was ich schon auch gesagt habe, er bereitet sie auf eine andere Zeit vor, wo sie sich selber um sich kümmern sollen und darauf vorbereiten, was auf sie kommen wird. Und er hat das ihnen auch schon immer wieder im Laufe der Zeit, wo er mit ihnen war, das auch gesagt und angekündigt. Und das lesen wir auch in Johannes Kapitel 15, Vers 20. Da sagt er zu ihnen, gedenkt an das Wort, das ich euch, zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mit mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mich, mein Wort, argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf eure argwöhnisch achten. Also nicht beachten, die werden es belauschen, werden ganz genau schauen, was du sagst. Und das soll auf sie jetzt zukommen. Und das ist auch, wenn wir jetzt die Ausleger lesen, da sind die meisten auch stimmen überein, ja, das ist gemeint mit dem, dass er gesagt hat, ihr sollt, wenn jemand eine Tasche oder sonst was hat, mitnehmen, sich vorbereiten, sich einstellen auf das, was sie brauchen. Aber das Weitere, was wir hier lesen, das ist ziemlich umstritten und die Ausleger, die sind hier im Rätseln, was meinte Jesus damit? Und wir lesen hier, und wer es nicht hat, also die sollen mitnehmen, ja, Vers 36. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und dann sagt er, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Wie kann man das jetzt verstehen? Hat Jesus sie zur Gewalt aufgerufen? Sie sollten sich bewaffnen? Ist das wirklich gemeint? Also die eine Auslegung vielleicht könnte man noch so hinnehmen, Vers 37, da heißt es, denn ich sage euch, also Jesus hat sie nicht zu Gewalt aufgerufen, nur es musste sich jetzt was erfüllen, was er hier sagt in Vers 37. Auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Also man könnte das jetzt, Jesus hat gesagt, die sollen Mantel verkaufen und Schwert kaufen, damit dieses Wort zu erfüllen. Aber ist das wirklich so gemeint? Denn dazu brauchten sie nicht jetzt wirklich Mantel verkaufen, denn Vers 38 lesen wir weiter, sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Sie sind schon bewaffnet, sie haben schon die Schwerter da. Und dann lesen wir die Antwort Jesu. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Was meinte er damit? Es ist genug, genug. Diese zwei Schwerter reicht für das, für die Römer, die jetzt kommen werden und Jesus verhaften. Wie viel waren das, die kamen, um Jesus zu verhaften? Es waren die um die 600 Mann,
Soldaten, die wirklich ausgebildet waren, voll bewaffnet, und diese zwei Schwerter, das die gehabt haben? Nein, es könnte nicht sein. Nicht um zu eingreifen, auch nicht sich zu schützen. Und wenn wir weiter lesen diesen Text, dann wo Jesus verhaftet worden ist, ist es ja auch passiert, dass Petrus das Schwert gezuckt hat und hat einem Diener von den Hohepriestern das Ohr abgehauen. Aber was hat Jesus gesagt? Soll ich den Weg jetzt nicht gehen, den der Vater für mich vorbereitet hat, und hat diesen Menschen geheilt? Was ist damit gemeint? Dass sie weiterziehen sollen und dann wirklich mit Waffengewalt, jetzt ohne Jesus schon, wenn Jesus weg ist, dann sollen sie dann Schwerter kaufen und jetzt das Reich Gottes aufbauen und besiegen. Wenn wir lesen, was Jesus selber davor gesagt, immer wieder wiederholt und in den Evangelien gesagt hat, war immer das Gegenteil. Nie hat Jesus zu Waffengewalt aufgerufen. Und wenn wir jetzt Lukas 6 zum Beispiel lesen, Verse 27 bis 29, da sagt er ganz, wirklich das Gegenteil von dem allem, was Gewalt ausmachen tut. Lukas Kapitel 6, Vers 27. Aber euch sage ich, die ihr hört, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Wange schlägt, biete auch die andere an, da. Und dem, der dir das Oberkleid nimmt, wehre auch das Untergewand nicht. Also ganz, ganz das Gegenteil davon. Und gerade, was ich schon gesagt habe, als Jesus verhaftet worden ist, in Matthäus-Evangelium zum Beispiel, da schreibt Matthäus von dem, was Jesus gesagt hat. Und hier lesen wir Matthäus Kapitel 26, Verse 51 bis 52. Und da heißt es, und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert in seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Also hier sehen wir überhaupt das Gegenteil davon. Alle, die das Schwert nehmen, die werden durch das Schwert umkommen. Gar nichts, was diese Aussage, was diesen Gedanken bekräftigen sollten. Nun frage ich mich, haben die Apostel überhaupt damals, wo Jesus das gesagt hat, verstanden, was er gesagt hat? Ich denke nicht. Die haben es nicht verstanden. Und warum sie das nicht verstanden haben, ist ja gerade, dass sie gar nicht so weit waren, das zu verstehen. Ihr Gedanke ist immer noch, dass Jesus jetzt irgendwann doch loszieht, sich auf den Thron setzt und sie werden für ihn kämpfen. Das ist ihre Einstellung, das ist ihr Verständnis gewesen. Und Jesus versucht ihn irgendwas anderes beizubringen. Warum ich sage, dass sie jetzt doch nicht alles verstanden haben, wir lesen das in Johannes Evangelium Kapitel 16. Da redet Jesus mit seinen Jüngern und versucht ihnen immer wieder was mehr zu sagen, zu erklären. Aber dann sagt er von Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Also noch vieles möchte er ihnen sagen, aber sie sind noch gar nicht so weit, das zu verstehen, das zu verarbeiten, das anzunehmen. Und dann sagt er weiter, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird
er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Darum gehe ich davon aus, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Und er wusste das auch. Aber er geht wie ein geduldiger Lehrer, nicht mit Vorwürfen, mit irgendwelchem Druck oder sonst was. Er hat es ihnen gesagt und lässt das wirken. Denn sie mussten Demut lernen. Die waren noch nicht so weit. Sie waren bereit zu kämpfen, aber nicht demütig ihm folgen. Nicht demütig dienen. Und das sehen wir auch im Verlauf des ganzen Neuen Testamentes, dass später, ob das Apostel Petrus oder in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Apostel Paulus, nirgendwo wird irgendwo zu Gewalt aufgerufen. Aber es wird zu einem Kampf aufgerufen. Und das ganz deutlich. Apostel Paulus schreibt das in dem Epheserbrief, wo er ganz deutlich die Gläubigen zum Kampf aufrufen tut. Und zwar in Epheserbrief Kapitel 6 von Vers 10, da schreibt Apostel Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Also sie sollen eine Waffenrüstung anziehen, die ganze Waffenrüstung anziehen. Und als Paulus das geschrieben hat, haben die Menschen auch eine gute Vorstellung gehabt, was eine ganze Waffenrüstung ist. Also mit Schwert, mit Helm, mit Schild, mit allem drum und dran. Das war eine ganze Waffenrüstung, wie ein normaler Soldat auf dem Feld stehen soll. Und dann schreibt er weiter: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir sollen kämpfen, aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen, nicht gegen die, die genauso sind wie ich, schwach und bedürftig, sondern, heißt das hier weiter, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte, die Bosheit, gegen die geistliche Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Also hier geht es ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen geistliche Mächte, wo wir mit einem Schwert nicht antreten können. Und darum ist auch das Schwert, wovon Apostel Paulus hier schreibt, ganz was anderes gemeint, als wir im menschlichen, ganz normalen Sinn verstehen können. Und das schreibt er im 17. Vers. Und da heißt es: Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das sollen wir nehmen. Damit sollen wir umgehen. Und wenn wir gerade im Petrusbrief dann weiterlesen, wie gesagt, da schreibt er überhaupt nicht von einem Schwert. Sondern als er diesen Petrusbrief geschrieben hat, schrieb er an verstreute
Gläubigen, die aus Jerusalem wahrscheinlich, als da die Verfolgung gewesen ist, aus Jerusalem fliehen mussten, alles lassen mussten und irgendwo in der Welt sich eine Bleibe gesucht haben, wo sie von allen Menschen, von allen Seiten gehasst worden sind. Die Juden haben sie nicht mehr angenommen, weil sie keine Juden mehr in diesem Sinn waren, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Und die Heiden, die haben ihre Götter gehabt und die haben auch denen nicht gefolgt. Und darum waren sie für die ganze Welt gehasst. Und Petrus schreibt in diesem Brief an diese Menschen, so wie Christus ihm gesagt hat, wenn du dich dereinst umkehrst, sollst du die Brüder stärken. Und hier schreibt er dann von dem, dass sie eigentlich auserwählt sind von Gott und wirklich für eine sichere Zukunft. Er beschreibt das im ersten Kapitel und sagt, was ihr Herr, ihr Gott, der sie befreit hat, der sie gerettet hat und der ihnen diese feste Zukunft geben wird, wie sie vor ihm leben sollen, weil er heilig ist, sollen auch sie heilig leben. Und dazu hat er sie auch bereitet, dazu macht er sie auch fähig. Und dann schreibt er in Anfang des zweiten Kapitels, im ersten Vers, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und Verleumdungen. Das ist eigentlich der Mantel eines natürlichen Menschen. Womit schützt sich ein natürlicher Mensch? Wo sucht er irgendwie einen Halt? Gerade in dem, dass man die Menschen unter sich bekommt, irgendwie knechtet, irgendwie die anderen Menschen schlecht stellt. Ich muss gut aussehen, ich muss der Beste sein, ich muss das Beste vorweisen. Das ist das Normale für einen Menschen, der keine Hoffnung in Gott hat. Darum ist auch heute, wenn wir so in die Welt schauen, was ist heute das beste Bild? Jeder will besser aussehen, stark aussehen. Er will gut gekleidet sein. Er will wirklich, er will einen Einfluss nehmen für die Menschen. Und dann ist es auch, dass man dann auch andere verleugnen schnell tut und sagt, was ist er oder wer ist der? Und ich bin doch besser. Und Petrus, als er gerade Demut gelernt hat und dann jetzt das geschrieben hat, schreibt er, das sollen sie ablegen. So legt nun ab die Bosheit und den Betrug und die Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und dann sagt er weiter, Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist das Schwert, das uns durch dieses Leben durchtragen wird. Damit werden wir siegen können. Damit sollen wir ausziehen, um zu siegen, um Gottes Ehre zu zeigen. Und das wirklich in einem ganz anderen Rahmen. Da stand Petrus noch vor Jesus und hat gesagt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, auch selbst in den Tod zu gehen. Und er hat das wirklich auch bewiesen, mit dem, dass er dem Knecht das Ohr abgehauen hat, bis Jesus ihn angehalten hat und hat gesagt, na, nicht so. Und dann schreibt er, und damit will ich auch heute schließen, 1. Petrus, Kapitel 3, von Vers 13. Und dann schreibt er, und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt für mir Gott, dem Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern,
zu Schanden werden in dem, woran sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Gott segne uns in diesem. Amen. Wir werden aufstehen zum Gebet. Wer möchte, kann beten.